Hallo, mein Name ist Günter Zögernitz, ich bin von Antenne Wien und neben mir steht der Wolfgang Auer vom Alpenverein Edelweiß. Wir sind jetzt hier heute bei uns, bei unserem Sendestudio, bei der Antenne, und jetzt schauen wir mal, wer das ganze Projekt mit uns auch von unserer Redaktion unterstützt. So, Wolfgang, was ist jetzt das Projekt Powerwalk genau? Das Projekt Powerwalk ist ein reeller, virtueller Spaziergang durch Österreich. Soll heißen, man geht, sammelt Schritte und diese Schritte werden dann auf eine Landkarte übertragen. Und irgendwann einmal haben wir dann Österreich umrundet und als Abschluss dieses Powerwalks, der genau 12 Tage dauern soll, nämlich vom 1. bis 12. Mai, gibt es dann eine reale Wanderung in Wien. Also mein Name ist Kerstin und ich werde meine Schritte sammeln, indem ich mal eine Station früher aussteige aus der Straßenbahn und mir mal Wien auch vielleicht anders anschaue, auf den Fußgängerwegen, die ich noch nicht gesehen habe, und indem ich mal im Wald ein bisschen spazieren gehe und auch die Natur entdecke. Damit man die Schritte auch zählen kann, braucht man Schrittzähler, genau. Und die Schrittzähler kann man sich bei uns im Alpenverein Edelweiß abholen. Und diese Schrittzähler zeichnen dann auf, wie viel man gegangen ist. Und das überträgt man halt dann auf eine spezielle Website, nämlich auf die www.powerwalk.at. Hallo, also ich bin der Christian. Ich arbeite im Alpenverein Edelweiß, bin da für Kinder- und Jugendliches Programm ein bisschen zuständig. Wir gehen recht viel auf den Bergen, von den Bergen runter. Ich gehe hauptsächlich am Bisamberg rauf, weil ich dort auch wohne in der Nähe und natürlich Sonstiges. Ich fällt jetzt nichts Spontanes ein, aber ich bin jetzt draufgekommen, es gibt irgend sowas, wo man auch Schritte zählen kann. Das habe ich vorher so nicht gekannt, ja? Darum werden wir das jetzt öfter einsetzen, auch bei den Jugendveranstaltungen. Lieber Wolfgang, was ist denn das? Das ist ein Schrittzähler, der erste Schrittzähler, den ich dir hiermit auch offiziell überreichen darf. Mit diesem Schrittzähler, den man sich da ansteckt, sammelt man Schritte und lädt die auf eine virtuelle Plattform hoch. Das kommt einfach auf der Seite rein, oder was? Genau, das wird ausgepackt, da ist eine Batterie dran zum Reinstecken und das wird einfach da an den Hosenbund angesteckt. Alles klar. Und dieses Ding zählt dann tatsächlich jeden Schritt mit, den man geht. Am Abend, wenn man dann die Schritte eines Tages gegangen ist, lädt man das eben auf diese Plattform Urbwalker.at hoch und somit sammeln wir unsere Schritte bei unserem Powerwalk durch Österreich. Na gut, und so sammeln wir jetzt unsere Schritte bei unseren Jugendveranstaltungen am Berg. Hallo, ich bin der Michael Felten, ich bin Vertreter von Promente Wien. Promente Wien ist einer der Kooperationspartner beim heurigen Powerwalk, der jetzt aus Wien startet, Richtung Sprögnitz aufbricht und dann ganz Österreich begeht. Wir von Promente wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen guten Walk und viele, viele schöne Schritte durch Österreich.